Und dann ganz schnell rüber nach Düsseldorf zum Kollegen Marc Bernbeck, der die Nationalmannschaft in diesen WM-Qualitagen begleitet. Marc, sind schon alle weg? Nee, noch nicht ganz. Robin Gosens kommt gerade nochmal. Schauen wir nochmal drauf. Aber die meisten sind schon drinnen. Manuel Neuer heute Morgen, der allererste, der hier vorbeigeschlappt ist. Und das an seinem Geburtstag. War er aufgeregt vielleicht, ne? Der wird nämlich heute oder ist 35 geworden. Aber die meisten Spieler sind schon drin. Und dann geht's auch gleich los. Denn Abflug ist ja für 10 Uhr angesetzt. Aber wenn man nicht nur VIP, sondern VIP-VIP fliegt, dann fährt man ja direkt mit dem Bus aufs Rollfeld. Und dann ist das auch gar nicht so weit zum Flughafen. Deswegen wird das alles zeitlich ungefähr hinhauen. Aber ja, dazu gehört in heutigen Zeiten ja auch, dass der Flugverkehr ohnehin auf dem Flughafen nicht so groß ist. Und deswegen, ja, Mannschaft fährt gleich los, aber die meisten sind schon drin. Mhm. Aber trotzdem ganz nett. 9.03 Uhr, der letzte Schlapp noch in den Bus und in 57 Minuten soll Abflug sein. Also Fußballprofi, Nationalspieler müsste man sein, auch wenn du die Rahmenbedingungen erklärt hast. Dann geht's ab nach Bukarest, nach Rumänien. Morgen das Spiel dort. Wie sind die Rumänen einzuschätzen? Vielleicht auch im Verhältnis, also im Vergleich zu den Isländern? Ja, schon stärker, vor allem auch spielstärker. Die Isländer hatten ja sogar die beiden Besten nicht mit dabei. Und deswegen muss man da schon den Gegner einen Tacken stärker einschätzen. Aber die sind auch nicht bei der Euro mit dabei, sind gescheitert in der Qualifikation. Sind eine Mannschaft, die jünger ausgerichtet ist. Die Isländer, es waren ja noch viele alte Recken da von der Euro 2016 oder auch von 2018 mit dabei, als die Isländer letztendlich Europa begeistert haben. Und deswegen Rumänen stärker. Trotzdem, keiner von den drei Gegnern ist eigentlich einer, der nur ansatzweise normalerweise Probleme bereiten sollte. Ziel muss sein, überall zu Null spielen. Das ist einmal geglückt. Und jetzt geht es weiter darum, um diese defensive Stabilität auch zu kreieren. Also ist es das, was konkret auch noch in der gesamten Mannschaftsleistung besser werden muss oder noch stabiler, die Defensive? Oder wo hast du noch vor allem auch Mängel ausgemacht jetzt beim 3-0 gegen Island? Nee, hinten fand ich das eigentlich insgesamt richtig gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn noch jemand kommt, dann gib gerne Bescheid, Michael, unser lieber Kameramann. Genau, dann können wir es auch noch einfangen. Ansonsten müsst ihr mich ertragen. Nein, also ich glaube, hinten stand man gegen Island richtig gut. Es waren zwar ein, zwei, drei Chancen dabei, wo auch ein bisschen Glück dann geholfen hat. Zum Beispiel, als Antonio Rüdiger den Ball abgefälscht hat. Aber in der zweiten Halbzeit war eher das Spielerische noch verbesserungswürdig. Tempowechsel, dass man auch nicht nur vertikal spielt, sondern nicht nur horizontal, sondern auch vertikal spielt, dass man mehr oder weniger auch die Kreativität dort mehr reinbekommt. Das war gerade in der zweiten Halbzeit nicht so gut. Und jetzt kommt noch Jonathan. Und und deswegen, die Defensive fand ich gut, aber letztendlich, glaube ich, fahre nach vorne, geht da noch mehr. Dominante Auftreten über vielleicht nicht unbedingt 90 Minuten, das ist schwierig, aber 70, 80 gegen solche Gegner muss schon drin sein. Wenn wir über die Defensive sprechen, dann sind wir bei Jonathan. Wenn wir dann über Veränderungen in der Anfangsformation sprechen, mit denen du eventuell rechnest, ich nehme mal an, Jonathan Tah wird nicht in der Startelf stehen. Gibt es eine Rotation, also Veränderungen im Vergleich zu Island, was schätzt du? Was ich spannend finde, ob weiter mit Viererkette gespielt wird oder vielleicht umgestellt wird und vor allem auch links hinten. Philipp Max ist auch vorhin hier reingeschlappt mit seinem Pass in der Hand, der natürlich vom Island-Spiel einer der wenigen Verlierer war. Denn man hatte keinen nominellen Linksverteidiger aufgestellt, sondern Emre Can, der diese Position eigentlich so gut wie noch nie gespielt hat, wenn dann eher rechts hinten. Und wenn man natürlich einen Philipp Max nominiert als Linksverteidiger, Gosens, Halstenberg sind ausgefallen, dann ihn nicht zu stellen, das ist natürlich schon auch die Frage, warum hat man ihn überhaupt dabei. Aber das wird Joachim Löw mit der taktischen Ausrichtung in so einem Spiel beantworten, bin ich mir sicher. Herr Sané. Trotzdem, und Leroy ist auch noch am Start. Genau. Langweilige Jacke. Deswegen glaube ich, dass das eine wichtige Position ist. Robin Gosens. Ja gut, das ist der offizielle Look. Ne? Genau. Man kann die Jungs jetzt nur gerade an den Schuhen erkennen, die sie ja selber dann auch wählen können. Und Leon Goretzka kommt auch noch. Ansonsten gleiches Outfit für alle heute. Und deswegen kann auch Leroy Sané da nicht besonders auffallen. Ja, ist eine alte Kamelle, aber mein Gott, viel natürlich. Ist hängen geblieben auf jeden Fall damals. Ne? War ja eine ähnliche Situation irgendwo am Hotel mit seinem Eisbärenkostüm. Die Leute werden sich erinnern. War ein Outfit für die Historie, absolut. Aber hätte die auch gestanden, Noah. Ja. Ja. Lieber Marc. Ja, jetzt schweigt er.
So, normalerweise, wenn Leroy drin ist, sind alle drin. Ne? Also deswegen könnte es sein, dass vor allem auch, ob ihr es gerade gesehen habt, wie er dann auch lang geschlappt ist. Ne? Ist also das so? mit seinem Gang. Das ist Wahnsinn, der läuft ja sogar cool. Ja, ja, also Leroy ist meistens schon einer der Letzteren. Ja, ja. Sucht der so lange dann, die Jacken aus normalerweise. Oder? Das ist das Genie. Thomas Beheshti, der Teammanager, der ist noch später als Leroy Sané, aber ansonsten. Ja, der muss ja hinterherräumen. Das ist ja der Organisator, ne? Wenn der sagt, so, jetzt sind alle drin. Ja, genau, hinterherräumen, alle nochmal rausholen. Nein, aber deswegen, normalerweise ist er der Letzte, ja, oder einer der Letzten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir genau waren beim Thema Aufstellung. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir werden dich ja noch häufiger sehen, weil wir waren bei Klamotte, Jacke. Und dann kommen wir zu den T-Shirts von gestern. Ne? Human Rights, das hatten wir auch thematisiert. Das Bild haben Sie sicherlich im Kopf, wie die Mannschaft da gestanden hat. Jeder mit dem Buchstaben selbst gepinselt auf dem T-Shirt. Die FIFA hat beschlossen, den DFB jetzt wegen der T-Shirt-Aktion nicht zu bestrafen. Was sagst du zu so einer Meldung? Ja, kurz noch zur Erklärung. Ihr habt gerade jetzt Timo Werner gesehen und jetzt Toni Rüdiger, die auch hier in den Bus einsteigen. Das ist jetzt, wie gesagt, wovon ich ja schon oft erzählt habe, dieser extra England-Bus. Ne? Die werden immer komplett als die ganzen England-Legionäre, Kai Havertz muss da noch mit reinkommen dann natürlich, etc. Ilkay Gündoğan, also die Jungs fahren weder mit dem ersten Bus noch mit dem zweiten, sondern mit dem dritten. Das ist diese Separierung der England-Spieler. Und jetzt kommt noch Kai Havertz, genau. Ja, also letztendlich war es mir fast klar, dass nicht bestraft wird. Warum? Weil natürlich das Human Rights ein T-Shirt-Aktion kann man schon werten als nicht unbedingt politisches Statement. Und die FIFA ist normalerweise sehr strikt, wenn es um politische Statements geht. Aber sie wissen auch, wenn sie sich dagegen auflehnen, wenn sie da eine Strafe verhängen, das hätte medial so ein Riesenecho. Und deswegen tun sie gut daran, das Ganze nicht zu bestrafen. Haben sie bei Norwegen nicht gemacht, auch bei Deutschland nicht. Obwohl natürlich Norwegen sich noch vehementer auch in den Aussagen gegen Katar explizit gestellt hat. Das hat in Deutschland oder von den deutschen Mannschaften ja keiner gemacht. Keiner hat nur das Land Katar in den Mund genommen, sondern es ging immer nur um Menschenrechte. Und deswegen war es mir eigentlich fast klar, dass so entschieden wird. Jetzt muss ich gerade noch mal fragen, ist ja durchaus interessant, was du uns da präsentierst mit deinem Kameramann, dass die Jungs da aus, die in England spielen, separiert werden und da in diesen extra Van einsteigen. Aber wie muss man sich das dann im weiteren Verlauf vorstellen? Dann gleich im Flieger kommen sie wieder alle zusammen, dann sitzen sie zusammen in der Kabine, im Hotel laufen sie sich auch über den Weg oder fahren die wirklich das komplette Programm separiert. Ist ja eigentlich schwer vorzustellen, oder? Außer beim Training, wo sie wirklich zusammen sind oder in der Kabine, sind sie komplett separiert, haben auch einen eigenen Raum, in dem sie letztendlich auch essen. Bei Mannschaftssitzungen ist das natürlich dann schon genau dieses, also was fußballtechnisch zusammenhängt, plus eben Flugzeug, das ist zusammen, alles andere ist separiert, dürfen sich auch nicht sehen, dürfen nicht zusammen Backgammon spielen, etc. Also das ist die Vorschrift, die es ja eigentlich ursprünglich auch mal gab, dass überhaupt die England-Spieler wegen der Mutationen mitreisen durften. Und jetzt kommt noch jemand, oder? Andreas Köpke und Oliver Bierhoff, alles klar, okay. Oh ja. Also die sind ganz hinten dran, ja, auf die wurden noch gewartet. Aber gut, ja, nicht die unwichtig. Chef ist, weißt du, die dürfen klar. Das. Ja. Ja, genau, morgen, hallo. Morgen. Hi. Und deswegen, ja genau, ja, das ist auch interessant immer, man kann ja jedes Mal, könnte man Strichliste machen, welcher Spieler morgen auch Guten Morgen sagt und welcher nicht. Ihr habt es eben gerade vielleicht bei Leon Goretzka gehört, der ganz laut hier Guten Morgen und sehr deutlich in die Runde gesagt hat, ist einer, der es immer macht. Joshua Kimmich übrigens auch, kann man auch durchaus was reininterpretieren, Haltung, Manieren etc. Also deswegen auch spannend, wie man sich dann hier einfach nur beim Verlauf beilaufen, bei Medien oder natürlich auch bei Fans gibt. Und wer hat nicht Guten Morgen gesagt? Sind ein Na? Paar, Aha. aber manche nuscheln es auch nur. Ja, aber Sigita zum Beispiel ist eher der ruhigere. Der sagt dann nur so, Guten Morgen. Also, ja, aber der hat doch Manieren und Anstand, der Matze Ginter, oder? Hey, ja, das sag ich ja. Deswegen hat leise gesagt. Ja, der hat leise gesagt. Ja, Kevin Trapp hat auch Hallo gesagt. Ja. Nein, aber es gibt einige, die es nicht sagen. Ich lasse sie jetzt mal unerwähnt. Ja, ich wollte gerade sagen, wie er sich rausmanövriert, der Marc. Aber er ist halt ein Profi. Ja, sehr gut, okay. Marc, danke, war doch umfangreich, was wir da präsentiert haben. Und gut, dass es mehrere England-Legionäre gibt. Ne? Stell dir vor, selten, aber manchmal klappt's. Gut, dass es mehrere gibt. Stell dir vor, du bist alleine dann im Separé. Das wäre ja langweilig. Gut.
Aber guck mal, es sind so viele Busse, so viele einzelne Busse, da ist ja zum Beispiel noch die Delegation mit dabei. Also man hätte auch noch für sämtliche Länder, wo dann auch natürlich schrecklicherweise Mutationen wären, genug Busse, wo es mit die man bestücken könnte. Also Medienteam, Ärzteteam, also es gibt Kolonne, ja, das ist hier wie Abi-Kolonne ein bisschen dann zum Flughafen. Sehr gut. Und es gibt Applaus in der Redaktion. Ein weiterer großer Moment bei Sky Sport News. Wir haben die Abfahrt der deutschen Fußballnationalmannschaft zum Flughafen live. So. Ich höre dich nicht mehr. Ja, jetzt hört er auch nichts mehr.